Im heutigen Video holen wir uns den besten Stumble Pass, den es jemals im Stumble Guest gab. Ich sag euch, wie es ist, bleibt bis zum Ende dran. Wir spielen alle neuen Modis, holen uns die ganz neuen Stumble Pass Skins und ein geisteskranke Emote. Bleibt bis zum Ende dran, ich komme nicht drauf klar. Calling all Supers, was ist denn hier los, Leute? Der Hintergrund hat sich auch geändert. Mr. Beast Hintergrund ist weg. Wir sehen links eine Banane, rechts eine Banane. Wir gucken jetzt erstmal, was neu ist. September Stumble Pass Specials, das haben wir ja schon abgeholt hier. Ich zeig's euch nochmal kurz, ne? Die zwei haben wir nicht schon abgeholt. Diamantboxer, geisteskranker Skin. Der Goldspice ist auch gut. Aber jetzt gucken wir erstmal, was es hier sonst noch so im Shop gibt. Wir drehen jetzt erstmal zweimal das Glücksrad und dann das kostenlose andere Glücksrad, wo wir einen Special Skin kriegen können. Und dann machen wir höchstwahrscheinlich den Stumble Pass auf, Freunde. Ich freue mich übertrieben. Wir haben wieder einen neuen Stumble Pass. Einmal pro Monat. Lasst mal gerne ein Like da, Freunde. Aktiviert die Glocke. Vielleicht sehen wir uns auch nicht mehr. Vielleicht seid ihr auch neu auf dem Kanal. Und ihr seht das erste Mal meinen Kanal. Und der Algorithmus empfiehlt es euch nicht mehr. Wer weiß, wenn ihr Bock habt, mein Gesicht zu sehen. So, wir machen mal weiter. Hier ist ein Glücksrad. Das drehen wir auch mal zweimal. Beziehungsweise könnt ihr es nur einmal drehen, Leute. Es geht nur einmal, nicht zweimal. Mal gucken. What is it? Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Mann, okay, egal, schade. Dann gehen wir jetzt mal in den Stumble Pass rein und gucken, was wir alles haben. Missionen, gibt's was Neues bei den Missionen? Ah, wir haben hier einmal so einen neuen Emote. Ja, okay, okay, okay. Mal gucken, was hier so Neues gibt. Anti-Dash-Laser. Boah, wie geil ist das denn? Anti-Dash-Laser. Wir haben Laser-Dash, wir haben Laser-Tracer. Oh mein Gott, das ist mein Modus, Leute. Das ist mein Modus. Das ist mein Modus. Richtig, richtig geil. Gehen wir rein. Und holen uns den Stumble Pass. Und was haben wir hier? Erstmal aktivieren. 1200 Gems. Let's go. Oh, CEO of Hack haben wir hier am Start. Erstmal freischalten. Wir werden alle Glücksräder drehen. Alles holen. Super Tokens. Ich glaube, die sind für irgendein Glücksrad, das man dann drehen kann. Glaube ich jetzt mal. 30. 115 Stück brauchen wir, Bro. Schon viel. Schon viel. Machen wir mal weiter. Wir haben auch 10 Stück von den Ultra Guy. Das sieht auch echt nice aus. Wir machen weiter. Holen uns die 50 Juwelen. Nice, von der Animation hier. Super Tokens, das auch nochmal mitnehmen. Stumble Tokens auch. Oh, ungewöhnliches Emote. Banngefahr. Wer wird denn hier gebannt, Bro? Also ich glaube, die Super Tokens sind dazu da, dass wir hier wirklich irgendein Glücksrad drehen können. Bin ich mal gespannt. Wir gucken da mal im Shop, was es gibt. Animation episch. Da ist nochmal eine andere Dame hier. Hier kriegen wir 40 Splitter insgesamt. Wie viel braucht die? 70. Okay, die ist easy zu kriegen. Die ist echt easy, sehr, sehr easy zu kriegen, Leute. Wir haben ja jetzt schon 40 Splitter, Bro. Wir haben jetzt schon 40 Splitter. So, da auch nochmal die Super Tokens. Bei Level 13 sind wir auch schon. Das kann eine gute Spot-Animation sein, tatsächlich. Die sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Dann haben wir hier nochmal Juwelen. Oh, 30 Legendäre. Für den Superhero-Guy, glaube ich. 30 Splitter kriegen wir. Ja, für den Ultra-Guy, genau. Der sieht schon krass aus, ne? Dem seine Frisur gefällt mir halt auch übel. Und dass der einfach so schwebt in der Luft. Mit den Luftströmen-Dingern da. Okay, nochmal Tokens, Super Tokens. Ey, wie viele Super Tokens wir kriegen, Leute. Das ist ja wirklich wild. Überall Super Tokens. Hier auch nochmal 30. Oh, da ist ein mythischer Skin. Splitter, 30 Stück für diesen mythischen Skin. 30 Splitter. Ich glaube, für den brauchen wir 120 Splitter, glaube ich. Wir gucken mal. Der sieht krank aus. Den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Bei einem Video, der sieht ja nicht normal aus, Alter. 150 Splitter brauchen wir für den. Wir sind bei Level 21, Leute. Komm schon, 30 Juwelen. Einmal hier holen, zack, zack. Nice one. Das einmal holen. Okay. Oh, jetzt können wir... Erste Mal Glücksdrehrad. Wir haben hier richtig wenig Glücksdrehräder, aber dafür halt diese Super-Tokens, was sogar besser ist, weil ich glaube, viele von euch haben ja diese normalen Skins schon. Denke ich jetzt mal. Natürlich nicht alle, aber einige habt ihr bestimmt schon, Leute. Hier könnten wir jetzt einmal drehen. Fußabdrücke. Vrumm. Einmal so eine Spot-Animation mit Mikrofon. Was ist denn das? Special Legendary Block Dash? Anti-Dash. Für den brauchen wir 130 Splitter. Alter, um den schwirren einfach diese Blöcke um den Kopf herum.
Das sieht aber auch nice aus. Gefällt mir gut. Nice. Geile Fußabdrücke. Hä? Warte mal, die Fußabdrücke gab's doch schon. Stumble? Was soll das, ey? Zappelt der Zinger oder was, ey? Leute, die gab's schon, die Fußabdrücke. Wen willst du verarschen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie krass sieht der Skin aus? Das ist der Mad Mister, den ich euch gezeigt habe. Und den kriegen wir hier instant im Stumble Pass. Ohne Splitter, ohne nix. Okay, was kommt dann dahinter noch? Oh mein Gott, wir kriegen den Skin instant. Den werden wir gleich spielen. Ey, ich glaube, die Skins sehen richtig krank aus. Nice, Mad Mister haben wir hier. Der sieht krank aus. Unsichtbar Emote. Unsichtbar Emote. Wir haben hier unsichtbar Emote. Okay. Bester Stumble Pass bis jetzt. Bester. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist der beste Stumble Pass. Lol, wir haben den. Wir haben uns den gar nicht geholt. Sie. Oh, oh, feck. Okay, jetzt werden wir alle neuen Sachen spielen. Alle neuen Skins, die halt nice sind. Die Fußabdrücke und natürlich den Emote. So, wir fangen an mit dem CEO of Hack. Und Fußabdrücke zeige ich euch mal kurz. Nämlich die da. Die haben wir ja schon gehabt. Und jetzt, Leute, seid ihr bereit für den unsichtbaren Emote? Ich kann es kaum, kaum glauben. Bro, what the heck? Einfach unsichtbar Emote. Wie krank ist das denn? Das ist richtig wild, ne? Also ich sage euch, wie es ist. Unsichtbar Emote auch noch dabei. Also die Animation ist neu, Leute. Die ist im Stumble Pass drin. Einmal so ein Emote hier. Sieht ganz cool aus. Gefällt mir gut, wenn uns einer auf die Schnauze gehauen hat. In Stumble Guess. Das da ist auch neu. Krank. Einfach so ein Zaubertrick mit Feuer. Passt halt voll zu dem Skin, ne? Dann das da ist neu. Set Ice Cream. Habt ihr einfach Eiscreme hier verloren. So, und jetzt gehen wir rein und ich würde sagen, wir spielen direkt mal den neuen Modus, Leute, und werden alle neuen Stumble Pass Skins jetzt spielen. Willkommen zu der ersten Runde hier und das ist der erste Skin, CEO of Hack. Und Leute, wie cool sieht der Skin aus? Guck mal, wir werden unsichtbar. Boah, Digga, das ist richtig krass. Das ist richtig... Warte mal. Als ob wir währenddessen wir unsichtbar sind, Emotes machen können. Warte, geht das? Doch, geht. Geht. Man kann kurz danach die Emotes einsetzen. Warte mal, unsichtbar? Jetzt warten wir. Wir sind noch immer unsichtbar. Unsichtbar dauert. Ja, 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 ja. Das ist richtig geil, Leute. Ihr könnt unsichtbar sein. Eure Freunde ein bisschen verarschen und dann den Emote einsetzen. Okay, zweite Runde Laser Tracer. Kommen wir mal zum Skin. Ultra geil. Gefällt mir richtig gut. Einfach so ein Boss oder so ein Chef, der richtig... Boah, guck mal, man ist halt komplett unsichtbar, ne? Die Leute sehen einen gar nicht. Nur ihr seht euch ein bisschen. Das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr gemeint habt, ja, Seville, du bist komplett unsichtbar. Nur für dich selber sind diese kleinen schwarzen Schatten, damit man ungefähr noch weiß, wo man ist. Das finde ich richtig geil. Und wir kommen mal zum Skin jetzt, Leute. Also, der gefällt mir ultra gut. Und der Skin von uns kriegt auch eine geile Bewertung. Ich sage euch, wie es ist. Also, das ist einer der besten Stumble Pass, glaube ich, die wir jemals hatten. Mit Abstand. Und gibt euch auch mal diesen Modi. Alle unsere Lieblingsmaps. Laser Tracer sowieso und auch noch Laser Dash. Let's go ins Finale rein mit dem bösen Boss. Und wir haben hier die erste Welle erstmal. Mal gucken, wie viele Wellen wir schaffen, Leute. Also, kommen wir zur Bewertung. Der Skin ist ultra nice. Gefällt mir sehr gut. Ist legendär. Ist Level 1 im Stumble Pass, Brüder. Level 1 einfach. Einer der besten Level 1 Stumble Pass Skins. Ungelogen, Leute. Der Skin kriegt von uns eine. Lass mich nicht lügen. Eine 9,5, würde ich sagen. 9,5. Was meint ihr? 9,5 hört sich doch gut an, oder? Guck mal. Also, super Skin, wirklich. Sehr kranker Stumble Pass, muss ich wirklich an der Stelle sagen. Hat StumbleGuys unglaublich gut gemacht. Props gehen raus an StumbleGuys. Aber das ist ja nicht der einzige Skin, den wir haben im Stumble Pass. Denn wir werden ja natürlich noch die anderen Skins spielen, die wir da bekommen haben. Und auf einen freue ich mich ganz besonders. Dazu kommen wir gleich. Zuerst einmal müssen wir hier versuchen, die Runde zu gewinnen. Also, was sagt ihr zum Stumble Pass? Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der Stumble Pass ist nicht normal. Also, es gibt, glaube ich, keinen besseren Stumble Pass, den wir hatten. Mit Abstand. Gibt keinen besseren, meiner Meinung nach. Jetzt müssen wir nur noch mit dem bösen Boss hier gewinnen. Das sind schon kleine Suchtis hier. Ich sehe schon. Das sind schon richtige kleine Suchtis, Bro. Okay, zwei sind erst rausgeflogen. Von 7. Welle 14, Freunde, es geht los. Welle 14 geht los. Oh mein Gott, nein. Hey! Okay, nächster Skin. Wir können uns hier eine Belohnung abholen und kriegen 10 Tokens. Was können wir denn hier generell freischalten? Okay. Splitter.
Nochmal Belohnung abholen. Jetzt kommen wir zum nächsten Skin. 9,5er Bewertung hat er hier bekommen. Mission erstmal hier abhole. So, jetzt checken wir mal den anderen Skin ab, den wir beim Stumble Pass bekommen haben. Der nächste Skin ist der Mad Mister. Oh mein Gott, wir müssen andere Fußabdrücke anziehen. Andere Fußabdrücke brauche ich für den. Oh, das sieht krass aus. Das sieht krass aus. Macht 10 oder die hier. Ja, komm, wir nehmen die da. Wir nehmen die da. Okay, Leute, wir gehen rein. Und zwar in die andere Runde. Punchapalooza. 3 random Runden. Man darf keine Banane mitnehmen. Kein Kick-Emote, kein Herz. Man darf nur Box-Emote mitnehmen. Dann nehmen wir mal unser Box-Emote mit. Oh mein Gott, das ist zu krank. Das ist zu krank. Hä, ich kann auch mein Unsichtbar-Emote hier einsetzen. Hä? Ich dachte, man kann die Sachen nicht einsetzen. Ah, warte mal, guck mal. Wenn ich jetzt Kick-Emote einsetzen will, das geht nicht. Oh, das geht nicht. Aber Unsichtbar-Emote geht, Leute. Unsichtbar-Emote geht. Ey, das ist ein so krankes Update. Gebt euch mal den Skin gleich nochmal. Gebt euch mal. Warte mal, funktioniert auch der Box-Emote? Nicht, dass wir den normalen haben müssen. Ja, okay, der geht. Leute, gebt euch bitte diesen Skin. Wie krass ist der Skin, bitte? Ich komme nicht drauf klar. Das ist einer der geilsten Skins, die wir jemals in StumbleGuys bekommen haben. Mad Mist, der hat aber Mr. Stumble auf dem Gewissen. Habt ihr gesehen? Der ist hinten einfach tot auf seinem... zweite Runde, nochmal Bombardment. Alles klar. Okay, nehme ich mit. Guck mal. Also, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Guck mal, vorne zum Beispiel sieht es aus, als ob wir vorne bei dem Stachel eine Olive drauf haben. Aber das ist einfach Mr. Stumbles Kopf. So, ein Asti. Warte mal, unsichtbar. Warte mal. Unsichtbar. Die haben uns nicht gesehen, Junge. Der Unsichtbar-Emote ist so krank. Ich sage euch, wie es ist. Warte mal, wir werden unsichtbar. Warte mal. Vielleicht da hinten jetzt zu dem. Ah, nicht getroffen. Leute, ich gebe dem Skin gleich mal eine Bewertung. Aber ich glaube, ihr wisst, wo es hingeht. Also ich bin einfach nur beeindruckt. Real Talk. Der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Aber der ist weitergekommen. Lasst mal einen Like da und ein Abo für dieses Update. Wir sind jetzt im Finale mit dem Mad Mist Skin und dem krassesten Stumble Pass, den wir jemals hatten. Kriegen wir jetzt mal eine andere Map außer Bombardment vielleicht? Das wäre jetzt... Hä? Dreimal Bombardment? Einmal Bombardment? Okay, gut, egal. Dann gewinnen wir halt jetzt hier mal die Runde. Also ihr seht, der Skin ist geisteskrank. Ich würde sagen, Leute, wir geben den Skin. Lass mich nicht lügen. Lüge mal bald nicht, gell? Aber ich gebe dem Skin... Das ist, ich kann es nicht anders machen. Der Skin kriegt von uns eine 10. Das ist ein 10er-Skin. Wir hatten den Diamantboxer letztens, der auch eine 10 bekommen hat. Aber der Skin ist halt auch eine 10. Was soll ich euch sagen? Die Skins sind geisteskrank. Was hier StumbleGuys gerade macht, ist wirklich unglaublich mit den Skins. Deswegen kriegt er hier eine 10, Leute. Der Mad Mist Skin. Und das Krasse ist, ihr könnt den Skin ja auch kriegen. Einfach nur 1000 Juwelen in Stumble Pass. Und dann könnt ihr euch den freischalten. Das lohnt sich wirklich. Kann man sagen, was man will. Ah, nicht getroffen. Manchmal ist es ein bisschen schwer, wenn man unsichtbar ist. Dann gescheit was zu treffen. Guck mal, der weiß jetzt nicht, wo wir sind. Oh, ich muss Unsichtbarkeitsding besser einsetzen, weil dann können wir die Leute raushauen. So, wartet mal. Wir haben alle neuen Modis gespielt. Außer halt diesen Nerf-Modus da, aber... Ja, den feiere ich eh nicht so. Der ist weg. Ja! Das ist es! Unsichtbarkeit! Emote! Das ist es! Es ist so gut! Den holen wir uns jetzt auch. Da weiß ich das. Der Emote ist... Nein. Der Emote ist so assi. Die Leute sehen euch einfach nicht. Dieser Emote ist so krank, Digga. Die Leute sehen euch nicht und ihr boxt sie dann einfach um. Leute, lasst einen dicken Like da. Ich bin geisteskrank gehypt gerade, weil es einfach einer der besten Videos war, die wir, glaube ich, in StumbleGuys hatten. Und wir haben noch so viel Content. Also, 10er Bewertungsskin, 9,5. Und in den nächsten Tagen kommt noch anderer Content, der richtig, richtig wild sein wird. Wir holen uns hier mal kurz die Tokens. Das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Bis dann und ciao, ciao.